Ja. Hi, ich bin Sarah. Ich liebe Laser. Sehr, sehr viel. Und auch FPGAs. Und in der Fablag von Karlsruhe, das angelegt ist an die Fablag bei der MIT, wir haben Geld bekommen für ein Lasersauer. Das ist ein Open Source Projekt. Ihr könnt das auf dem Bildschirm sehen, das ist eine Riesenmaschine. Es ist so groß. Und ich möchte darüber reden. Ich möchte reden über, was wir gemacht haben, was da schief gelaufen ist, was in der Originaldesign schlecht war, was wir verbessert haben, welche Fehler wir gemacht haben. Und ich will andere Spaces. Ja, macht das, Leute. Das ist ziemlich cool. 5.000 bis 6.000 Euro und das ist eine große Maschine. Ich mache Lasersystementwicklung und was ihr sehen könnt, das ist ein professionelles Lasersystem. Der ist in einer Produktionsstraße. Manche Seiten kommen und sie kriegen einen Barcode eingebrannt. Und das ist, was ich entwickle für die letzten 2,5 Jahre. Das ist ein Jagdlaser. Und das sind 2064 Nanometer. Das ist fast Infrarot, was perfekt ist. Und super für Metall. Man kann Markierungen drauf machen. Entschuldigung. Und man kann sehr viele Sachen mitmachen mit Plastik. Diese Maschine hat mich gestartet in der Laser World, also in der Welt der Laser, und ich habe mich wirklich dafür begeistert. Und ich liebe es, wann ich habe es mehrmals gesehen, das ist wie eine Waschmaschine. Also mit einem Kind. Wenn man ein Kind vor einem Küchen für eine Waschmaschine gepackt und er kann nicht mehr stoppen, aufhören anzugucken. Mit großen Augen. Und ich werde jetzt, das ist die Struktur meines Vortrags. Also ich werde über den Lasersaurus selber reden, dann werde ich ein bisschen in die Details gehen, wie die Beams, wie das Licht geht, Lichtstrahl. Und das ist der Original, die Originaldesign, das ist nicht, was wir gemacht haben, das ist, wie es am Anfang war. Was wir gemacht haben, mechanisch und elektrisch. Und dann ist ein sehr schmerzhaftes Problem, das ist die Kalibrierung. Und das hat ein weiterer Punkt, der noch nicht da ist, ist, was ihr machen sollt. Übrigens, das ist der tatsächliche Lasertube für unsere Laserröhre. Also der ist kaputt. Der ist kaputt. Ich könnte es mitbringen, weil er einfach kaputt ist. Der Lasersaurus läuft mit CO2-Laser, der hat 100 Watt optisches Laser-Power, also das ist 12 bis 600 Milliliter Holz mit einfach heißes Licht wie Butter. Und Acryl kann man und andere Plastik kann, also es gibt CO2-Laser, haben eine Länge von 1064 Nanometer, die sind sehr gut für organische Materie, also Papier, Haut. Ich habe Experimente gemacht mit Schweinehaut und das geht einfach durch. Acrylplastiks, aber bitte, bitte niemals, niemals, niemals PVC oder andere Chlorin enthaltene Plastiks nutzen, weil wenn das verbrennt, das reorganisiert die Chlorin und dann hat man Rauchentwicklung, das ist HCl, Hydrochloric Salzsäure generiert und das ist nicht gut und das rostet den Metall auch. Da ist der Webseite, könnt ihr sehen. Die Pläne sind online, ihr könnt die runterladen. Es gibt ein Forum, wo ihr könnt Zugang habt zu was andere Leute gemacht haben. Ich war nicht so sehr in diese Community, aber das scheint schon interessant zu sein. Ja, wir
Also die Arbeitsfläche ist riesig. Das ist 1,60 Zentimeter mal 1,20 Meter. Das ist riesig. Man kann ein richtig großes Stück Holz oder Plastik und tun, was man will. Das ist super. Wir haben auch getestet mit 10.000 Millimeter pro Minute. Also das geht zup. Und das Holz ist geschnitten. Sehr beeindruckend. Der CO2 selber, ich meine, dieses Rohr war 100 Watt. Optische Kraft, das ist circa 1.000 Euro pro Geld. Und was wir nutzen, ist bei der Arbeit ist 20 Watt. Und die kosten 6.000 Euro und das ist eine komplette Geschichte. Also man kann halt sehr, sehr viel Energie für ziemlich wenig Geld. Zum Beispiel der Lasercutter, die Designs für Metall, sie nutzen CO2. Die professionelle. Normalerweise CO2 ist nicht super mit Metall, aber man kann so viel Energie reinschmeißen, dass es trotzdem funktioniert. Und man braucht 2-3 Kilowatt, 2-3 Kilowatt, aber hey, das ist billig, man kann es sich einkaufen. Die Effizienz, es ist ziemlich effizient gegenüber anderen Gaslaser. Man muss nicht unbedingt 10 Kilowatt für 5 Milliwatt optisches Kraft. Deswegen, hey, das ist Glücklichkeit aus einer Tube. Also, wie das Licht sich bewegt. Oben sieht man der Rohr. Dann rechts. Also, der erste Spiegel, der ist fest. Also das ist in der Gehäuse und der bewegt sich nicht. Der zweite Laser, der zweite Spiegel, das ist die Y-Achse, der bewegt sich. Und der M3 ist auf der X-Achse und das leitet dann das Licht nach unten zur die Linse. Es ist sehr schmerzhaft zu kalibrieren, ich werde darüber später reden. Aber das ist circa, wie das funktioniert. Und das ist ein Standard-Plotter-Prinzipien. Wir haben X und ein Y. Ja, Dings, das funktioniert. Das sind Stepper-Motoren. Keine große Maschine, keine großen Stepper-Motors. Man kann kleine Nehmer nutzen. Was auch immer. Um dieses System zu nutzen. So. Ja, Vorteile. Es kann in eure Space gemacht werden. Das ist eine geile Idee. Ihr braucht ein paar Leute zu haben, die wissen, was sie tun. Die kennen sich mit Strom, die sich mit Mechanik auskennen. Und das war's. Die Teile und kauft die Teile, macht es selber. Und wir haben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten eine mechanische und wir hatten eine elektrische Gruppe, weil ich war in der elektrischen Gruppe, weil ich mich auskenne mit Lasersicherheit. Und ja, diese Schnittstelle ist super einfach. Also in der Standard, es gibt einen BeagleBone und es gibt einen Webserver mit. Man kommt halt mit einem Browser und man hat eine SVG-Datei, das man reinpackt. Und was schön ist, ist, man kann mehrere Farben vom SVG und für jede Farbe ist eine spezifische Kraft, also und eine verschiedene Geschwindigkeit und wie viel Prozent der Power verwendet wird. Und dann man kann eine Runde machen, man kann eine zweite Runde machen und die Löcher zu machen und bei der letzten Runde die Outline machen. Es funktioniert, es hat Nachteile. Wir haben Sachen, es ist noch nicht auf GitHub. Wir versuchen zu implementieren, also zu sehen, wie lang ein Job läuft. Also wie lang ist der in der Röhre an? Damit wir sehen können,
wie viel User zahlen soll. Wir denken pro so 1 Euro pro Minute, weil für diese Systeme sind ziemlich teuer und die Röhre selber dauert nicht allzu lang. Also der Software kann heruntergeladen werden. Ihr könnt mal damit rumspielen. Ich habe leider keine Screenshots und das ist, ja. Also ich mache überhaupt keine Software, ich bin Hardware-Mensch. Und die Probleme und die Nachteile. Es hat kein Z-Axis, also kein elektrisches Z-Axis. Also wenn es gibt diese Honeycomb... Bienenfarben, also Bienendings, Bett und dann gibt es die Materien und dann gibt es die Tube. Auf die rechte Seite des Bildes, man sieht der erste Spiegel und die Linse und das ist ein Tube. Also eine Röhre und das hält einfach und man kann der Fokus in Linie machen, kalibrieren und man kann das ein bisschen machen, aber es sind ca. 15 mm. Ich habe andere Maschinen gesehen, wo man die Tabelle, den Bett hoch und runter oder auf die Seite schieben, tilt und dieses mit der Design ist es nicht drin. Also das ist was, das wir neu designen. Sie nutzen in der Original-Design Patchkabel, ganz normale Ethernet, Patchkabel. So, es hat nichts mit Ethernet zu tun, der Protokoll oder die Geschwindigkeit. Das Ding ist, es gibt eine sehr billige Kabel, man kann große Distanzen und die Verbinder sind ganz gut zu kaufen. Es hat nichts mit Netzwerk zu tun. Das ist einfach Strom, das durchgeht mit sehr statischen Signalen. Das Ding war, die Verbinder, also die Konnektoren für die RJ45 sind sehr, sehr billig und sehr einfach zu kaufen. Also das Problem damit ist, dass die Kabel sehr, sehr steif sind. Und wenn man das in einem Drag Chain nutzt, das Ding geht vor und zurück und vor und zurück und vor und zurück. Und biegt mal 100 Mal einen Netzwerkkabel und irgendwann mal bricht es. Also manche mechanischen Details waren nicht so schön. Ein haben wir festgestellt ist, dass es kann flexen, es ist nicht steif genug. Also es ist nicht steif, die gesamte Bett ist nicht steif genug. Wenn man eine Seite hochgeht, dann geht's so und das ist nicht mehr flach. Also es ist nicht mehr justiert. Und wir hatten ein Problem, weil das ist ein altes Schlachthof und wir haben einen Kühlraum und der Boden ist nicht flach. Es geht in Richtung der Mitte des Räumes, wo es diese Rinne gibt. Und wir haben versucht, unserem Laser zu passen. Wir haben versucht, den vorne und zurückzuschieben, der Laser. Und wenn ihr mechanische Erfahrung habt und kennt, was man da tun soll, dann nutzt nicht diesen Originaldesign. In die Empfehlung, sie haben offen gelassen, wie das Luft gehandelt werden soll mit einem Laser. Wenn man irgendwas mit einem Laser, man wird Rauchentwicklung haben. Kleine Partikel, die sind einfach da und die müssen weggehen. Die andere einfache Variante ist, man hat ein Loch und man hat einen Ventilator und das wird durchgelüftet und gut ist. Wir haben es gemacht auf diese Art und Weise und wir haben sehr, sehr viele Vortexe, die rumtreiben und das ist ein bisschen wie ein Schneesturm mit einem Haus, die auf einmal
Also es ist Schneewir. Schneewehen. Schneewehen. Und es also das ist ein Schneewehen. Ja, Schneewehen. Sie erklärt es gerade. Und wir haben sehr, sehr viel Staub in der Maschine, die nur in einer Ecke, aber der andere Ecke ist völlig sauber. Und die Spiegeln sind dreckig und es gibt sehr, sehr viel Raum für Fehler. Und wir haben es noch nicht so gelöst. Wir sind besser, wir haben einen Ventilator. Ich weiß nicht, wie viel Kubikmeter pro Stunde, 1,5000 Kubikmeter pro Stunde, sehr viel Luft, das ist besser und wir haben ein Filtersystem. Aber wenn der Filter aufgeflügt ist, dann gibt es nicht mehr so viel Luft und dann haben wir wieder mal diese Vortexes. Und wir haben noch Verbesserungspotenzial und wir müssen darüber Gedanken machen. Ja, die Originaldesign, es interessiert sich nicht, ob es EN, es ist der EN 60850 Standard, das ist die Sicherheitsstandard und das fängt an mit der Notstop und geht dann weiter mit den Interlock-Circuitry und es ist überhaupt nicht safe. Man kann es nicht so einfach nutzen. Man kann es nutzen oder in der Garage, wenn man weiß, dass niemand reinkommt. Aber man kann das nicht nutzen, wenn es mehr als eine Person, die nicht unbedingt sich auskennt mit Laser. Das geht dann nicht mehr. Das ist eine große Schwäche. Ja, es kommt aus Amerika. Der Design ist Amerikan und die Standards sie haben auch solche Standards wie unsere. Also sie hätten das folgen sollen. Das ist von der mechanische Design. Wenn man das sieht, das ist der Halter für den längliche Stängel, das Y-Axis und also das ist das rollt der Y-Axis entlang und darauf kommt der X-Axis und es gibt drei lange Schrauben in der Aluminium und die sind ziemlich lang und nach ein bisschen Zeit wir haben festgestellt, dass es ein bisschen locker wurde, weil diese Schrauben sie sind gebogen. Und die sind einfach gebogen. Und dann fängt es an dann hat man Spaß, den Beam zu justieren, also den Strahl zu justieren. Also das ist verbesserungsbedürftig da. Dann kommt das Elektrische. Wir haben das Problem, dass wenn man das Laser anschaltet und das Licht geht, also der Beaglebone, er crasht. Und wir wussten nicht warum. Und manchmal hat es funktioniert, manchmal hat es gar nicht funktioniert und das war alles kaputt. Wir haben ziemlich lange gebaut und irgendwann mal habe ich mein Oszilloskop benutzt aus der Arbeit und gebunden und habe dann das auf die Ausgang von der Beaglebone und mit G. Das schickt die Nachrichten an den Motor und an die und ja das schickt die Modellierung an der Laserquelle und was man unten sieht, das Pink ist der Signal, das ich gesehen habe auf das PCB, das an der Laserquelle gegangen ist. Am Anfang ist das ist eine ganz normale Logik und dann gibt es hoch und runter, also plus minus 7-10 Volt. Und ich hab die anderen Traces vergessen, Bilder vergessen, aber wir haben dann festgestellt, dass der Stromversorgung einfach eine Rückkopplung hat. Und diese Rückkopplung ist, was da rauskommt. Das ist, was kommt aus der AVR. Es kommt zurück in der AVR und das macht der AVR kaputt. Der crasht einfach. Ja. Ich will nicht
Nicht über E-Ways out of the box reden. Nein, ich werde nicht über E-Ways reden. Oh, übrigens, diese Elektronik. Das ist Open Source. Das ist. Let's do open, also, lass uns mal Open Source. Wir wissen nicht, was wir machen. Es ist in Fritzing. Wenn jemand weiß, was Fritzing ist, es ist sehr schön, wenn man einen, also wenn man ein Backboard, zwei Resistoren, also und zwei LEDs und vielleicht ein Board, das wird funktionieren, das ist okay. Aber wenn ihr mehr habt und das ist eine größeres Schematik und verrückt genug sei, um das einen PCB haben wollt, nein, tut es nicht. Ihr könnt das nicht so klicken in einem anderen Programm wie Eagle oder Orcad oder was auch immer. Man klickt auf eine Trasse und es wird, man sieht ganz genau, wo das ist und sie hat einen Namen. Bei Fritzing, man klickt und man sieht nur, es ist nur zwischen zwei Junctions, zwei Kontaktpunkte und es gibt keine Konsistenz, also zwischen der Schema und das Board selber. Und ich habe die Board verbunden und wir hatten Schwierigkeiten damit. Wir hatten ein Deadline. Der Laser war ein Uni-Projekt. Vorbei Institut für der technische irgendwas Abschätzung und es war ein wissenschaftliches Projekt und wir hatten eine sehr starke Deadline. Wir könnten nicht eine neue Board entwickeln. Wir mussten das nutzen und wir müssten damit leben und ich musste es verbinden und ich habe mich so geärgert. Also ich habe das fast durch den geschlossene Fenster geschmissen und das Ding einfach in kleine Stücke zusammenkrachen. Schmerzhaft einfach. So, auf die linke Seite ich habe versucht, das in Eagle einzubringen, um ein Bild zu machen. Das ist, wie es aussieht, wenn man hat ein RVR, man hat zwei Traces, die an der AJ45 Verbindung geht, keine Schutz, nichts. Und für die Input und für die End, also X und Y und für die große Tür, da ist auch ein Schalter. Für die Endschalter, man hat zumindest einen Pull-Down-Resistor. Und es ist etwas, das ich nicht, ich würde es nie veröffentlichen. Weil es alles schwarz war, ich könnte keine Trasse sehen und ich kann nur, also ich habe einen Induktor gegen EMI-Distorsionen und ich habe einen Interceptor und eine Phenol-Diode, um diesen riesen Über- und Unterschutz wegzuschmeißen. Das ist deutlich besser. Es war ziemlich viel, es war ziemlich schwierig, diese kompletten Board zu bekommen. Also Schneiden von dem Kupfer und das war überhaupt kein Spaß. Aber wir haben was gemacht. Und hey, warum? Ah, hey, das Ding schläft ein. Also, was wir getan haben. Also, das Das hier hier. ist ein Beamcatcher, ein Strahlfänger. Das ist für den Strahl, der vom ersten zum zweiten Spiegel geht. Falls der erste Spiegel nicht adjustiert ist, dann weißt du nicht, wo du den Strahl hinschießen sollst. Und wir hatten diese Keramikkachel, damit, falls der zweite Spiegel nicht richtig getroffen wird, damit der Strahl nicht irgendwo anders hingeht. Also wenn das Gehäuse zu ist, dann passiert nichts. Das ist Acryl und Acryl ist sehr sicher, wenn der Strahl nicht fokussiert ist. Du siehst, was passiert ist, du riechst es auch und es funktioniert. Aber wir benutzen diese Keramikkachel an vielen Stellen und einfach, es passiert nichts, wenn man da drauf schießt. Wir benutzen die Keramiktacheln auch auf dem Boden. Wir hatten erst Kapton, das ist ein tolles Material, wenn man ein PCB hat und man durch die Solder-Bonding
durch die Lüttwelle geht und man ein paar Löcher hat, in die man nicht löten will. Also man macht das da drauf und da passiert nichts. Es ist sehr hitzeresistent, aber nicht gut für einen Laser. Und jemand hatte die Idee, ich war das, lass uns Kapton überall draufkleben. Und wenn man mit einem Laser drauf schießt, dann kriegt man lustige Dämpfe und giftige Dämpfe. Also benutzt man Keramik. Und wie ihr auf dem Boden seht ihr, wo der Laser durch Holz geschnitten hat. Also man hatte Druckluft in der Röhre und dann gibt es das Objektiv und das den Ausgang und dann füllt man das mit Druckluft, damit kein Rauch auf das Objektiv kommt, damit wodurch es verdunkelt würde und um die ganzen Dämpfe zurückzupusten und den Punkt, wo der Laser auf das Material trifft, zu kühlen. Also ne, Luft plus Holz plus Hitze plus Sauerstoff plus Holz, das gibt Feuer. Aber dadurch entstehen natürlich auf den Kacheln solche Muster. Das ist relativ beeindruckend. Was noch? Es ist ein bisschen schwierig, das hier zu sehen, aber wir haben ein Strahlenlabyrinth gebaut. Also wenn man das Gehäuse schließt, so wie das im Originaldesign ist, und das ein bisschen öffnet, dann kann es passieren, dass der Strahl durchgeht und dich trifft. Also baut man da einfach diesen Aluminiumwinkel rein und dadurch wird es einfach ein bisschen sicherer. Wir haben auch den Röhrenhalter geändert. Das Originaldesign sieht vor, dass ein Aluminiumstück da ist und die gehen noch eins und dann gehen sie zusammen. Und in der Mitte ist diese zerbrechliche Glasröhre. Wir haben das ein bisschen verbessert und so können wir es auch noch Höhen verstellen, was sehr, sehr wichtig ist in der Kalibrierung. Wir haben auch versucht, das Luftflusssystem zu verbessern. Auf der linken Seite seht ihr einen Test. Wir haben die Zuluft, versucht, die Zuluft über und unter den Schnittdinger zu kriegen. Wir sind noch nicht fertig damit. Auf dem anderen Bild seht ihr den Staub, der beim Schneiden von Holz entsteht. Das habe ich erzählt vorher mit den Wirbeln, die überall Staubspuren hinterlassen. Danach haben wir, wenn man einen Laser bedient und durch irgendein Material schneidet, dann entsteht eine Menge Staub und dieser Staub kann sehr giftig sein und er kann schlecht riechen, er kann stinken. Und ihr wollt ihn nicht in eurem Labor haben und ihr wollt ihn auch nicht ungefiltert nach draußen lassen. Also haben wir ein Filtersystem gebaut, das fünf Etappen hat. Die werden immer feiner, bis es zu diesen schwarzen Dingern kommt. Das sind Aktivkohlefilter, die auch die letzten stinkenden Reste rausfiltern. Das funktioniert ziemlich gut. Man muss es natürlich warten, man muss sich die Filter anschauen und wenn ein Filter verstopft, dann sieht man das und weil dann wieder diese Wirbel entstehen. Also dann nimmt der Druck ab. Wir haben die Saugfläche geändert. Wir haben etwas rausgeschnitten. An der einen Seite geht der Luftstrom rein und an der anderen Stelle geht es runter und nach draußen zum Boden. Ich habe habe gesagt, dass Rauch auf den Spiegeln sehr schlecht ist, weil man dann Energie verliert. Die Spiegel heizen sich auf, das ist nicht gut. Wir haben versucht,
wir haben versucht, Spiegelabdeckung 3D zu drücken. Das ist einer unserer letzten Versuche mit dieser langen Glasröhre. Wenn jemand eine bessere Idee hat, dann freue ich mich über alle Vorschläge. Das macht es ein bisschen besser. Wir haben jetzt weniger Spuren auf den Spiegeln. Auf der linken Seite seht ihr das Originaldesign. Das ist einfach nur der Spiegelhalter und die Röhre und drumherum ist eine ganze Menge Luft und für Staub und Rauch und so weiter. Es wird ein bisschen besser, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben auch ein paar Änderungen an der Elektronik gemacht. Wir haben das Board noch nicht geändert. Wir diskutieren immer noch. Wir haben eine ganze Menge Ideen, die die Runde machen. Viele Theorien, wie dieser Laser gebaut werden muss. Aber wir haben ein paar Sachen geändert zum Originaldesign. Zuallererst haben wir ein E-Stop-Relais benutzt. Das verwendet das einen automatischen Neustart verhindert. Also man drückt den E-Stop-Switch-Schalter und dann geht der Strahl sofort aus und die Motoren der X- und Y-Achsen gehen sofort aus. Es ist kein Notaus. Es ist ein Notstopp. Also das PCB, die Elektronik ist immer noch am Leben. Man bekommt immer noch Daten, man kann immer noch was machen, aber die Idee ist, dass die gefährlichen Sachen einfach ausgeschaltet werden. Die Maschine selber aber nicht, nur die gefährlichen Teile. Das Relais ist von Deutz. Wir haben es von eBay bekommen. Und ja, es ist was wir tun müssen. Wir haben Interlocking Schaltkreise. Also das bedeutet, wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind, dann kann man keinen Laserstrahl haben. Also wenn diese Stromkreise unterbrochen werden, also wenn man zum Beispiel die Tür oder das Gehäuse öffnet, dann schaltet sich der Strahl sofort aus. Also während der Laserjob am Laufen ist, dann öffnet man das Gehäuse und dann wird der Strahl sofort angehalten. Und die X- und Y-Motoren laufen weiter. Und sobald man das Gehäuse wieder schließt, geht auch der Strahl wieder an. Und wenn man das Kühlgerät ausschaltet, mehr über das Kühlen erzähle ich euch übrigens später, und das Luftsystem, also die Druckluft, die in die Röhre geht, ist auch an diesen Stromkreis angeschlossen. Auch das Saugsystem. Also man will einfach keinen Rauch in dem System haben. Wir haben das einmal gemacht. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Wir hatten es einmal. Jemand ist mit einem großen Stück Acryl gekommen oder Polycarbonat, was auch immer, und hat einfach gefragt, ja, können wir das einfach mal kurz schneiden? Ich wollte keine Säge benutzen. Ja, klar. Ich habe es reingetan und habe die Tür zugemacht. Und wir hatten, und das Saugsystem war noch nicht an diesen Stromkreis angeschlossen. Wir hatten den Ventilator nicht angeschaltet und sofort hat sich die Kammer mit diesem gelblichen Rauch gefüllt. Und es hat im Winter eine halbe Stunde gedauert, bis wir den ganzen Rauch aus dem Labor bekommen haben. Und das will man nicht wirklich. Und wir haben diese Patchkabel, die leicht zerbrechen, gegen was Netteres ausgetauscht. Wir benutzen Ölflex von Labkabel. Das ist ein wirklich schönes Kabel, das super für diese Drug-Ketten ist. Also man kann 1 Million Mal hin und zurück gehen und es zerbricht nicht. Es ist wirklich sehr, 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 sehr fein und sehr flexibel. Es ist ein tolles Kabel. Und ich habe keine Verbindung zu denen, ich finde nur das Kabel toll. Das ist unser Kontrollpanel. Auf der rechten Seite seht ihr den Hauptschalter.
für den Strom und für das Kühlgerät, für die Luft und ihr seht den Nothalt und der grüne Knopf schaltet den Notstopp wieder an. Also der Prozess ist so, dass du die Maschine anschaltest, dann öffnest du dieses Vorhängeschloss, den wir für die EN-Richtlinien eingebaut haben. Also bei Lasern der Klasse 4 braucht man irgendein Schloss, das verhindert, dass Unbefugte die Maschine benutzen. Also wenn du dieses, wir haben einfach ein Vorhängeschloss benutzen, wir benutzen diesen Nothalte-Switch. Du drückst auf den grünen Knopf und dann geht's los. Und wenn man tatsächlich was machen will, dann schaltet man den Kühler an, der ist sehr leise. Und den machst du an, sobald du die Maschine anmachst. Und die Luft ist ziemlich laut, die machst du nur an, wenn du auch wirklich mit dem Laser arbeiten willst. Es gibt also sowas wie eine Nothaltfunktion in der Web-Oberfläche, aber das hat nichts zu tun mit einem wirklichen Nothaltknopf. Also wenn irgendwas schief läuft und du panisch wirst, dann wirst du nicht erst nach einem Button auf einer Web-Oberfläche suchen, wo ist der Button, und draufklicken. Nein, du wirst einen vernünftigen Button haben, der sofort die Gefahr ausschaltet. Und dann kamen wir in diese Probleme mit den EMI-Problemen von der Laserquelle. Und wir hatten die Idee, dass unser Beaglebone kaputt sein könnte, dass vielleicht irgendwas auf dem Board kaputt gemacht hätte, und das hat nur 3 Volt Toleranz. Und wenn mehr reinkommt, dann geht es sofort kaputt. Auf dem größeren Teil seht ihr den AVR und den Rest der Elektronik. Der den Code interpretiert, den G-Code interpretiert, und das funktioniert mit Empfangen und Senden, und dann geht es an den Beaglebone und dann geht es über Ethernet an die Welt da draußen. Und wir haben den Beaglebone rausgenommen und hatten noch einen eingebauten, und das funktioniert. Kalibrierung nervt. Ganz einfach. Es dauert Tage, es macht eine Menge graue Haare, aber es ist notwendig. Man muss das System einfach kalibrieren. Das muss man tun, wenn der Laser tatsächlich irgendwo hingestellt wird. Wie gesagt, ist der Boden in unserem Labor nicht gerade, sondern er fällt ein bisschen ab. Du musst es da stehen haben, wenn du keinen wirklich geraden Boden hast. Du musst alles, alles begradigen. Also du musst mit einer Wasserwaage hinkommen und die Diagonalen überprüfen, die horizontalen, vertikalen Achsen. Das muss alles gerade sein. Und dann muss man den Strahl, der aus der Röhre kommt. Das ist das lustige Ende. Also der Strahl trifft den ersten Spiegel von genau in der Mitte, und dann trifft er auf den zweiten Spiegel, und auch da muss er ihn in allen Positionen in derselben Höhe treffen, und dann trifft er auf den dritten Spiegel. Also da muss man viele Schrauben rein und raus drehen und wieder durch die ganzen Sachen gehen, bis der Strahl wirklich so läuft, wie er soll. Um, so.
Wir haben noch was gemacht, um dabei zu helfen, also um die Kalibrierung zu erleichtern. Das hier, so sieht der Spiegelhalter aus. Es ist ein Stück Aluminium. Und der Strahl kommt von hier und du hast dieses Stück Aluminium. Und der Spiegel geht ein bisschen hinein. Also es ist ein bisschen wie ein Spiegelrahmen. Und ich komme aus der Label-Industrie. Wir machen also ein kleines Etikett, ein thermosensibles Etikett auf diesen Rahmen. Der Spiegel selbst ist aber nicht auf derselben Höhe. Er ist also 3 mm vertieft. Das heißt, dass man ein paar Berechnungen machen muss. Und auf der linken Seite seht ihr, das ist eigentlich die Vertikale. Und du siehst, dass der Strahl nicht auf die Mitte trifft, sondern er muss ein bisschen tiefer darauf treffen. Was wir getan haben, ist, dass wir das sind Schüsse auf dieses Thermopapier. Und auf der linken Seite seht ihr den Strahlhalter und den Spiegel. Und der ist hinter dem Spiegelhalter. Und die beiden Schüsse auf das Thermospapier sind ganz in Ordnung. Wir kleben dieses Papier also einfach auf den Spiegelhalter und markieren es einfach mit einem Fingernagel oder einem Messer, so mit einer Art sowas Ähnliches wie einem Kreis, dieses lustige Polygon, dieses lustige Viereck, damit wir dann mit einem Werkzeug, das wir auf Folie gedruckt haben. Auf der rechten Seite seht ihr diesen so was aussieht wie ein Fingerabdruck. Aber wenn ihr es auf dem Punkt zentriert, wo der Strahl auf das Papier getroffen hat, dann sieht man, wie weit man den Spiegel noch anpassen muss. Also man schießt und sieht, 2 mm zu weit, also löst du eine Schraube, hebst den Spiegelhalter 2 mm an und dann machst du den gleichen Schuss noch einmal. Das dauert Tage. Ich möchte diese Dateien auf meine Website hochladen und auch in den Vortrag. Das ist schwer zu beschreiben. Wenn jemand mehr darüber wissen will, wie es funktioniert, dann ist das FabLab in Karlsruhe. Wir sind sehr offen für Besucher. Bitte kommt vorbei und besucht uns. Und dann können wir euch das zeigen. Also Dinge, die man nicht tun sollte. Man sollte die Röhre nicht braten. Die hier ist gebraten. Ein total blöder Grund. Der Kühler ist ein System, das hat eine Wasserpumpe. Nein, es hat zwei Wasserpumpen, also ist es redundant ausgelegt. Das ist also ein Kühlsystem mit einem Kompressor. Es ist eine wirklich tolle Maschine. Aber wenn der Stecker, dieser Stecker, rausrutscht, dann bist du am Ende. Das ist passiert 5 Minuten nach dem ersten Laser an diesem Tag und dann macht es einfach Puff und das Licht war aus und das Wasser ist durch die ganze Maschine gelaufen und ich weiß nicht, wie viel Wasser in der Röhre ist, aber die Pumpe hat zum Glück nicht funktioniert an dem Moment, also es hat nicht weiter Wasser in die Elektronik gepumpt. Ja, teurer Fehler. Das ist was man vermeiden sollte. Also überprüf immer euer Kühlsystem und überprüf immer den Wasserfluss neben allem anderen. Schön. Also, wenn ihr wollt, ihr könnt mich kontaktieren. Sarah@laserlady.org. Also, wir werdet
dieses Talk wird auf unserer Website verlinkt. Ihr werdet auch die von GPN15 auf die Seite. Ihr könnt mich kontaktieren, wenn ihr Frage habt. Macht es einfach. Ich möchte mich bedanken bei alle Leute hier bei der Camp für die super Zeit. Ich möchte auch mich bedanken bei der Fablab Karlsruhe. Und ich möchte mich bei der ETASC, Institut bei Technikabrechnung in Karlsruhe, der uns das Geld dafür gegeben hat. Und wir haben richtig Spaß gehabt dabei, das zu machen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe keine Slides mehr. Wenn ihr irgendwas fragen wollt, jetzt ist eine gute Zeit. Wir machen Fragen und Antworten und wir haben nicht so viel Zeit, weil das die allerletzte Talk in diesem Zelt für diesen Camp. Und vielen herzlichen Dank für eure Geduld und dafür, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Und WitchDoc organisiert das. Die Fragen. Danke, Sarah. Also wir haben hier ein paar Fragen. Ich werde rechts anfangen. Techospace, wir haben einen Laurus Laser und wir haben sehr viele Probleme mit der Genauigkeit der Code selber. Es berechnet nicht die genaue Position des Lasers korrekt, also auf keine Weise. Oder funktioniert das bei euch immer, aber bei uns nicht? Also bei uns funktioniert es ganz gut, weil es sehr, sehr genau funktioniert. Wenn man die Maschine anschaltet, wir haben der Homing Cycle zu starten. Es geht erstmal X und Y. Also oben rechts, es gibt 0,0. Und es geht bis zur Ende und dann es geht zur nächsten Endswitch. Und dann wissen, wer weiß es, da ist 0. Und dann kann man machen, was man möchte und es weiß immer, wo der Kopf ist. War das deine Frage? Meine Frage, dass der, also manchmal kann man einen kompletten Run machen und man geht zurück zu einem Null, aber es ist nicht ganz genau auf der Null. Und es gibt eine klitzekleine Fehler als Teil dieser Zyklus. Nein, das passiert nicht bei uns. Nicht bei der Laser Sauer. Also manchmal passiert es, dass, also man kann ziemlich viel mit, viel Korrektes und vieles Falsches mit Parametern machen. Man geht durch ein paar Millimeter Wood und man dann nimmt eine bestimmte Geschwindigkeit und 50% Power von dem Rohr und dann macht man den Run und danach man sieht, ob es durchgeht oder nicht. Und man, das sieht aus, als ob es nicht funktioniert hätte und dann macht man nochmal, man geht noch eine Runde und immer noch wieder. Insofern, dass man nichts in der Laser berührt, dann geht das genau auf die gleiche Form und ja. Und ich würde das nicht empfehlen, diesen Hardware. Also wir haben der Laus Hardware und der Hardware selber ist, von was ich von ihr höre, die Qualität circa so gut wie der Laser Sauer. Und es gibt auch keine Sicherheit drin. Was wir machen werden ist, was ich vorhin gesagt habe, wir wollen unserem eigenen Laserboard bauen. Mit meiner Erfahrung damit. Es wird auf jeden Fall FPGA geben für die gesamte Sicherheit und es gibt noch ein paar weitere Vorteile. Was wir machen wollen ist, wir wollen großes Data machen. Wir wollen Big Data machen. Wir wollen Monitoring, wir wollen die Temperatur, wir wollen prüfen, dass Wasser fließt in Temperaturen, wir wollen, wie lang das Laser läuft, wir wollen alles messen. Wir wollen das nochmal in unserem LAT-Netzwerk packen und wir wollen langsame Änderungen in der Temperaturen der Spiegel sehen. Und wir dann sehen, oh, da müssen wir putzen und da wollen wir ganz viele Daten sammeln. Der Laus, ich habe es schon mal gehört, ich habe es möglicherweise gesehen, aber ich kann mich nicht direkt erinnern. Aber wenn du sagst, das ist das Gleiche,
Wenn es gleiche kein Art, also Board, dann meh. Es gibt Smoothie Boards, habe ich gehört, das soll okay sein, habe ich gehört. Die machen auch Laser, aber es hat keine diese Laser-Sicherheits-Zirkuiten. Das antworte ich die Frage. Ja, war eine gute Antwort, dankeschön. Okay, eine weitere Frage hier drüben. Hi, ich bin Levin Standard von Brüssel. Vielen herzlichen Dank für den Talk. Und wir haben keinen Laser Sawyer derzeit. Ich habe in Antwerp mit einem gearbeitet und du hast gerade meine erste Frage geantwortet über den Controller. Und meine zweite Frage wäre, ob ich will einen, wenn ich das mit einem billigeren Projekt machen als Studentenprojekt, wo würde ich die Kompromisse machen? An der Tube. Also 60 Watt statt 100 Watt. 100 Watt ist Fun. Natürlich. Ich meine, es gibt nichts über Power und mehr Power. Es ist wie Speicherplatz. Aber man kann sehr, sehr viel mit einem 60 Watt Tube. Das ist der 1000 Euro, aber es geht auch billiger. Was ich gerade gelernt habe, ist, man kann einen 100 Watt in diese Größe, aber man kann auch einen 100 Watt in eine kleinere Größe. Ich bin mir nicht sicher, oder eine unterschiedliche Größe, das ist günstiger, aber die Qualität der Strahl ist nicht so gut, der ist nicht so schön. Ihr habt das Bild gesehen auf dem Papier, diesen kleinen Shot, das war nur einen kleinen Shot, sehr genaue Energie, um diesen zu sehen, ob, wo der Laser geht. Es sieht wie ein Donut aus. Die Energie, die Verteilung ist wirklich schön. Wieso? Und das Beam, der kollimiert. Und es. Also der nicht so schön, der wird immer breiter. Und wie breit der wird, ist das ein Qualitätsparameter. Und je billiger denn Rohr, je breiter es sich verteilt. Und ich würde mit einer Hochqualität, aber weniger Energie Rohr. Ihr wollt eine sehr gute Qualität, also sehr gute Strahlen, die so gut sind wie möglich. Ihr werdet nicht so viel Energie haben, aber ihr könnt sehr viel Energie haben, aber wenn der Strahl schlecht ist, dann werdet ihr Probleme haben bei der Justierung und das macht keinen Spaß. Und man kann kompensieren weniger Energie mit langsamere Bewegung der Kopf. Man muss nicht 1000 mm pro Minute gehen, mit was ich mit diesem einen Rohr mache, aber man kann 2000 oder 100 mm pro Sekunde oder was auch immer. Ich würde wirklich das Geld auf der Tube sparen. Gute Qualität, aber nicht so viel Energie. Und ich glaube, es gibt keine Linearität, also wie groß die Maschine ist. Wenn es ein Aluminiumprofil, ob es 1 Meter ist oder 80 Zentimeter, das ist kein großer Unterschied. Macht die Maschine groß in komplette Größe, aber mit weniger Energie. Das tut nicht weh. Dankeschön. Also weitere Fragen, Rüben? Hi, ich bin Javi und ich möchte mich bedanken für diesen sehr schönen Talk. Und in unserem Hackerspace wollen einen Lasersaw bauen und ich wollte mal fragen, wir sind nicht so sicher, wie viel es kosten soll oder kosten wird. Wollte deswegen fragen, wie viel hat es euch gekostet? Nur für das Geld, wenn nichts kaputt geht. Und die zweite Frage ist, wie viele Leute arbeitet? Also, wie viel Mannstunden oder Frauenstunden wurden dafür investiert? Der Preis. Soweit ich weiß, wir sind zwischen
5,5 und 6.000 Euro. Und das war, der Typ ist 1.100 Euro. Wenn du das raus aus der Berechnung nimmst, dann das sind circa 4,5 also Kilo Euro. Sorry, ich bin, ja. Es gibt Designs. Es gibt sehr viel Raum, um Geld zu sparen, um das intelligenter zu machen, smarter. Ihr werdet bessere Lösungen finden. Das ist ziemlich cool, wenn ihr Mechaniker habt in der Nähe. Es ist nicht die Ende von was möglich ist mit der Design. Und ja, findet einen anderen Board. Und Entschuldigung. Ich habe vergessen, Ihre zweite Frage. Wie viele Stunden wurden darin investiert, bis alles lief? Wir hatten 2 Wochenenden. Wir haben angefangen mit Mechanical und Meeting Freitagnachmittags. Und sie hatten circa 2 Wochenende, also von Freitagnachmittag bis spät, bis 2-3 Stunden, dann Samstag morgens gegen 10 bis wieder. Also Mathe, Pizza, Lieferung ohne Ende, und das war nötig, und Spätarbeiten und ja, also ja, Sonntag bis 10 nachmittags. Und wir hatten 2 Wochenende und eine Wochenende für die ganze Elektrik, für das ganze Elektrikkram. Ich weiß nicht, wie viele Leute die mechanische Teil gebaut haben, aber ja, 4-5 Personen. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit da waren, zusammen, oder ob sie irgendwelchen Schichten gearbeitet haben. Auf die elektrische Seite haben wir 3-4 Leute, und wir haben versucht, die Arbeit zu verteilen, und immer verschiedene Teile, und ja, die Kabelrouten. Du stehst in Kabel, es sind Kabel, Kabel, Kabel überall, und offene Ende, und ja. Ich würde mal sagen, wenn du darauf fokussiert bist und alles bereit ist, 3-4 gute Wochenende oder eine Woche Urlaub, das kann dann gehen. Ja, dankeschön. Eine weitere Frage. Du hast ziemlich viele Änderungen in der Laser Sauer. Wo kann ich die finden? Ouch. Keine, noch nicht. Die Laser, der Halter, ich weiß nicht, wo wir die verschiedenen Teile gekauft haben. Und das Elektronik haben wir an der Nordtax Lab. Es ist der Wetshop für SSL. Also wir haben Sonderteile bekommen. Und die haben, man bekommt ein Stück Metall und Aluminium und mit Sonderteile, und dann du kannst die Mirror, die Spiegelhalter und der Tube und die Elektronik. Eine Sache, die ich vergessen über diesen Spiegeln ist, wir uns ändern, wir haben es nicht modifiziert, man kann die ändern, und also man kann die rückwärts und vorwärts und hoch und runter kann man nicht bewegen. Man kann ihn die Rotationsachse bewegen, aber für die Kalibrierung, das ist super wichtig. Und wenn du irgendwas ändern willst, dann musst du das öffnen und dann diesen ganzen Schrauben ändern, weil es Aluminiumprofil, man öffnet die Schrauben, man schiebt es in eine Richtung, man macht zu. Und ihr könnt genau vorstellen, man kann gleich von Null anfangen. Ja. Wir haben noch diesen Spiegelhalter gefunden, aber wir haben da von diesem Nordlab sehr, sehr viel gelernt. Die Elektronik werden wir bauen. Wir werden das veröffentlichen, natürlich. Ich glaube nicht, weil wir das verkaufen werden. Ja, vielleicht verkaufen wir die PCBs, aber ich weiß nicht.
Es ist noch nicht entschieden. Und eBay ist eine super Quelle. Also diese E-Mails, diese Notes aus Staub, die Schaltern, alles ist von eBay. Und der Notes-Shop ist auch von eBay. Ihr müsst da rumgucken. Und wo wollt ihr das publizieren? Erstmal wird fablab-karlsruhe.de. Das ist, wo ich lebe. Und das ist mein Space. Und wird wahrscheinlich auf GitHub kommen. Irgendwann. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. So, und das wäre das mit den Fragen. Keine weitere Frage. Jetzt ist es ist fertig. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. Baut mehr.